Globetrotter Aarau sucht eine neue Reiseberaterin oder Reiseberater. Die Filiale ist nur wenige Minuten vom Bahnhof entfernt. Wichtig ist natürlich auch das Team, die Arbeitsatmosphäre und der Spirit. Und den gehe ich jetzt mal auschecken. Hanna, hallo. Hallo, Fabio. Ciao. Hallo. Willkommen, Sarah. Wir suchen Reiseberater, Mann oder Frau, spielt keine Rolle. Wir sind das Frauenteam, aber wir sind komplett offen. Es muss einfach eine Person sein, die halt wirklich einfach in unser Team hineinpasst. Von der Reiselust her, vom Verkaufen, Beraten, da muss einfach wirklich viel Freude drin stecken. Und so eine Person suche ich mir. Also das Hotel Touch plus dann noch die andere Option. Habt ihr das schon können anschauen? Übergabe, sie geht in die Ferien und sie gibt mir Dossier. Ich bleibe ausnahmsweise mal in der Schweiz. Ganz nicht das, was du jetzt erwartet hast. Ja, ich gehe in die Berge rauf. Genau, aber ich habe dafür im Sommer und Herbst wieder grosse Reisepläne. Heißt du Leo? Ja. Schon recht viel haben wir jetzt gewählt. Also von Hawaii über Sri Lanka. Jetzt sind wir doch bei Costa Rica angekommen. Und das verfolgen wir jetzt noch weiter. Surfen, Rundreise und vielleicht noch Yoga. Aber wahrscheinlich ohne Sprachvertrag. Was kommt dann dazu? Automatisch. Mit Hund oder ohne? Ohne. Sitzen. Wo geht ihr denn her? Zur Mami. Ja, super, danke. Tschüss, Matteo. Tschüss, Fabian. Fabian wegen Borneo. Und da habe ich aber Italien offen, also ganz etwas anderes. Ich denke, um alle Fäden so in der Hand zu haben, den Überblick zu behalten, wenn wir betreuen, dann kommt eigentlich Boom, Hallo sagen, das erste Mal vorne, besser, wie der Zug ist an der Reise, und dass man dann wirklich die ganze Zeit dran. Ich würde sagen, es ist so wie ein Bienennest. Wenn es wirklich läuft, dann ist da viel Kommunikation. Es lebt, es ist auch lustig, aber es ist auch hochprofessionell. Sympathische Frauen hier in Aarau, wenn du dir vorstellen kannst, hier hinten zu arbeiten, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.